Im Rhombus ist der Umfang 40x und die Höhe 0,6x. Also wenn der ganze Umfang 40x ist, dann ist eine Seite 10x. Und die Höhe dieses Rhombus ist 9,6x. Ich zeichne sie hier draußen angesetzt an. Nein. Das ist senkrecht, das ist 9,6x. Jetzt kann ich daraus schon mal die Fläche berechnen. A ist gleich g mal h, ist gleich 10x mal 9,6x, gibt 96x hoch 2. Als zweites soll man die Diagonalen berechnen, die hier und die hier. Dazu berechne ich zuerst dieses kleine Stück hier unten. Das ist 10x hoch 2 minus 9,6x hoch 2, daraus die Wurzel. Wurzel 10 hoch 2 minus 9,6 hoch 2 gibt nichts mehr. Wurzel 10 hoch 2 minus 9,6 hoch 2 gibt 2,8. Dieses kleine Stück hier ist also 2,8 lang. Das hier ist 10x lang. Zusammen ist das da 12,8. X lang. Jetzt kann ich hier dieses rechtwinklige Dreieck, kann ich diese Länge hier ausrechnen. Das ist dann 12,8 x, muss ich noch Klammern setzen, hoch 2 plus 9,6 x hoch 2, daraus die Wurzel. Habe ich dann 12,8 hoch 2 plus 9,6 hoch 2, 16. Jetzt weiß ich, diese Diagonale hier, AC, sorry, das ist die Diagonale E, die ist jetzt also gleich 16x hoch 2, x, Entschuldigung. 16x lang als Einheit. Voilà. Jetzt brauchen wir nur noch die andere Diagonale. Das berechne ich mit Hilfe der Fläche. Ich weiß nämlich, a ist gleich e mal f durch 2. Das ist gleich 96x hoch 2. Jetzt e ist ja 16x. Also lassen wir mal die x weg. 16 mal f durch 2 gibt 96. Ich rechne auf beiden Seiten mal 2, erhalte 16f ist gleich 192. Jetzt teile ich das Ganze noch durch 16 und erhalte f ist gleich 12. Die Einheit kann ich wieder anhängen. In diesem Fall ist das x. F ist also 12x.